Now turn up. Ja, herzlich willkommen zu dieser nächsten Folge von Subnautica. Wir werden heute ein paar Fragmente suchen für Seegleiter und für die ganzen kleinen Geräte, Schubkanonen und sowas. Werde ich euch zeigen, wo man die finden kann. Als erstes brauchen wir mal den Scanner, den müssen wir hier bauen. Das heißt, wir gehen kurz eine Batterie bauen. Titan haben wir jetzt, einfach Metallschrott suchen oder Steine abbauen. Um eine Batterie zu bauen, brauchen wir einfach nur einen Säurepilz, wenn hier einer wäre. Das ist jetzt wieder hier 10 Jahre wegschwimmen. Die findet man meistens so auf Felsen. Oh, hier ist noch ein Metallschrott. Nehmen wir mal mit. Ein Stein. Sind meistens auf Felsen, aber irgendwie ist hier gerade keiner. Ach, wir haben noch genug Inventar. Nehme ich noch gleich ein bisschen Metallschrott mit. Hier ist der Geysir. So. Auf jeden Fall findet man die Säurepilze. Eigentlich sind die hier ziemlich häufig, aber irgendwie finde ich gerade keinen. Da unten. Das sind Säurepilze. Davon nehmen wir ein paar mit. Damit baut man nämlich Batterien. Inventar voll, dann schwimmen wir erstmal kurz zurück. So, jetzt haben wir Säurepilze. Das tun wir eben kurz zur Batterie herstellen. Ihr braucht dafür noch ein Kupfererz, das findet man auch aus diesen normalen Steinen einfach. Wir bauen aber gleich mehrere Batterien. Da müssen wir nicht hin und her. So. Kann man nichts Besonderes machen. Dann bauen wir uns kurz den Scanner. Wie gesagt, ein Titan und eine Batterie. Dann haben wir den Scanner unten in der Hotbar. Können wir uns auch gleich eine Lampe bauen. Braucht man auch ab und zu mal. So. Können wir noch irgendwas bauen? Die haben wir. Die haben wir auch. Das brauchen wir noch nicht. Ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch mal ganz kurz, wie man Module findet. So, wir sind jetzt bei so einem Wrackteil. Wir sind jetzt nicht weit geschwommen. 70 Meter. Dann sucht ihr so eine Container. Und da drin sind manchmal Sachen. Zum Beispiel sowas, kann man auch scannen. Ein Drehstuhl. Findet man ganz häufig bei Wracks. Ist jetzt nicht so notwendig. Ist halt Dekoration. Dazu werde ich keine Videos machen. Ich werde halt zu Seemotten teilen und sowas Videos machen. Das werde ich aber einzeln in dem Video machen, wie man da hinkommt, wo das ist, genau. Werde ich genau hinschwimmen, immer von dieser Rettungskapsel aus werde ich da hinschwimmen. Von der da. Dann, ja, sucht ihr einfach hier ein bisschen in Containern. Ich werde mal ganz kurz skippen, bis ich eingefunden habe, wo was drin ist. So, hier haben wir ein Seegleiterfragment. Das scannen wir jetzt mal mit R2. Also ich spiele hier auf PS4 natürlich. Dann haben wir einen von zwei Teilen. Dann suchen wir das zweite Teil. Vielleicht ist hier ja noch eins. Und so könnt ihr jetzt bei jedem kleinen Teil hier das scannen. Hier ist zum Beispiel Fragment von einer mobilen Fahrzeugstation. Das scannt ihr einfach. Dann habt ihr das ein Teil von drei. Dann sucht ihr die einfach. Die sind hier überall auf der Map verteilt. Und ja. Das war's dann erstmal von diesem Video. Wie man die normalen Fragmente sucht. Wie man Scanner baut. Scannerbau ist eigentlich nicht so wichtig, das weiß eigentlich jeder, aber wie man halt diese kleinen Teile sucht und ja, wie man die dann herstellen kann. Ja, im nächsten Video werden wir die Seemotte suchen. Da würde ich sagen, haut rein und bis zur nächsten Folge. Ciao.